Laternen gehören zu St. Martin wie Tore zum Fußball. Und der Martinstag wird in vielen Teilen der Welt gefeiert, auch in Sinsheim bei der TSG. Im Rahmen des Hoffi-Clubs fand im Fanhaus an der Arena ein Kreativnachmittag statt. 25 Kids bastelten mit etwas Hilfe eine Laterne für den Umzug, natürlich mit Fußballbezug und natürlich mit Maskottchen Hoffi. Wir haben schon verschiedene Bastelaktionen gemacht, zum Beispiel zu Ostern. Und jetzt im Herbst bietet sich natürlich an, dann die Laternen zu basteln. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir unser Hoffenheim-Logo als Laterne für die Kinder zusammenbasteln. Hoffi ist natürlich da und wir haben 25 Hoffi-Club-Mitglieder ausgelost, die durften sich bewerben. Nach der Begrüßung durften die Kleinen endlich Schere und Klebestift in die Hand nehmen und loslegen. Bei vielen klappte das bereits ohne Hilfe, alle anderen erhielten fachgerechte Unterstützung vom Hoffi-Club-Team. Wir haben eine Kooperation, eine kleine mit dem Fan-Dachverband. Und da sind die Damen heute dabei und helfen uns. Sie sind alle ausgebildete Erzieherinnen und helfen da, wenn es mit der Schere oder mit dem Kleber mal nicht so ganz funktioniert. Sind immer da für Fragen und wir arbeiten super zusammen, der Hoffi-Club und der Fan-Dachverband. Und daraus entstehen dann eben immer diese schönen Aktionen. Und da für diese Nachmittage oft auch unter den Hoffi-Club-Mitgliedern der Andrang größer ist als das Platzangebot, entscheidet dann das Los. Es gilt also, die Post von Maskottchen Hoffi schnell zu beantworten. Hoffi schreibt seine Hoffi-Club-Mitglieder regelmäßig an, schreibt eine E-Mail an die Mitglieder und dann kann man sich per E-Mail bewerben an Hoffis E-Mail-Adresse. Und manchmal haben wir eine Frage dabei, eine Gewinnspielfrage zum Beispiel, die man beantworten muss. Manchmal sagt man einfach nur, ich möchte gern mitmachen. Und je nachdem, wie viele Plätze wir zu vergeben haben, losen wir dann manchmal aus. Doch die Bastelei war nicht der einzige Höhepunkt des Nachmittags. Hinterher ging es dann raus, hinüber in die Arena. Stadionerlebnis hautnah. Als kleines Highlight machen wir dann noch eine Stadionführung. Das bietet sich hier an. Wir sind hier im Fanhaus direkt an der Wesel-Rhein-Neckar-Arena. Und nach der Bastelaktion wollen wir den Kindern dann auch nochmal was Besonderes bieten. Und dann die Arena nochmal anzuschauen vor einem Heimspiel ist auch nochmal was Besonderes, wie alles vorbereitet wird. Denn die Laternenbastler von heute sind die TSG-Anhänger und Arena-Besucher von morgen. Eine heranwachsende Fangeneration, die die Identität des Clubs später einmal maßgeblich mitprägen soll.